Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit der heute vorliegenden Antwort auf die Große Anfrage 8 erstmals einen vollständigen Überblick über die beeindruckende Vielfalt, die sich bei einem umfassenden Blick auf das Thema Verbraucherschutz im Internet ergibt. Viele Themen, viele Akteure, viele Perspektiven, das ist überaus spannend und ich bin mir sicher, gerade für Kolleginnen und Kollegen, die gerne Neuland entdecken, ist die Lektüre interessant und empfehlenswert. Sie werden viele spannende Punkte entdecken. Ich kann Ihnen auch zugleich ankündigen, dass wir die Antwort auf die Große Anfrage selbstverständlich auch als Basis für weitere parlamentarische Initiativen hier im Hause nutzen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige Punkte möchte ich, gerade weil die Antwort so umfangreich und so facettenreich ist, besonders hervorheben. Zum Ersten natürlich die Themen, die viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt haben in der Vergangenheit, die auch die öffentliche Diskussion über den digitalen Verbraucherschutz immer wieder dominieren. Allein 5.400 Beratungsfälle bei den teilweise oder oftmals unberechtigten Abmahnungen durch die Verbraucherzentrale NRW sprechen für diesen Bereich eine deutliche Sprache. Ähnlich wie beim Thema Abo-Fallen, das auch viele Betroffene kennt, dass dem auch zugleich mit der Buttonlösung in der Vergangenheit angegangen werden konnte. Beides sind Initiativen, die nur zustande gekommen sind, weil die rot-grünen Länder, insbesondere auch Nordrhein-Westfalen, Druck gemacht haben über den Bundesrat. Das war notwendig, weil CDU und FDP sich lange Zeit nicht aufraffen konnten, weil in den 4 Jahren der schwarz-gelben Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher eben keine starke Lobby hatten. Meine Damen und Herren, es hat sich, wie diese beiden Beispiele zeigen, etwas verändert, etwas verbessert für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber das, was am Ende rausgekommen ist, das hat noch die eine oder andere Hintertür. Und da ist es wichtig, dass es Beratung gibt durch starke Institutionen, wie wir sie hier in Nordrhein-Westfalen haben. Die Verbraucherzentralen NRW, und diese Zahlen haben mich wirklich beeindruckt, hatten im Jahr 2012 365.000 persönliche Anfragen, 250.000 telefonische Anfragen, 220.000 Veranstaltungskontakte, 120.000 Rechtsberatungen. Das zeigt einfach die Vielfalt dieser Beratungsleistungen. Und wenn man sich dann anschaut, 40% dieser Beratungskontakte betrafen den Bereich Telekommunikation, dann zeigt das auch, wie relevant das Thema ist, was wir mit unserer Großen Anfrage aufgegriffen haben. Und es zeigt nicht nur die Relevanz, sondern es zeigt auch, wie gut es ist, dass die rot-grüne Landesregierung diese starke Institution, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, weiter fördern und die Förderung sogar noch ausbauen wird. Meine Damen und Herren, wir haben das Ziel, das wir schon lange verfolgen, dass unter der rot-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Medienkompetenzland Nummer 1 wird. Denn Medienkompetenz und Datenschutzkompetenz sind der Schlüssel zur digitalen Teilhabe. Dass wir es hinbekommen, gleichberechtigte Teilhabe am Internet endlich für alle zu gewährleisten, ist ein weitreichender gesellschaftlicher Anspruch und für uns zugleich ein Auftrag. In einer Zeit, in der sich immer mehr gesellschaftliche Prozesse ins Netz verlagern, dieser Wandel in einer atemberaubenden Geschwindigkeit vor sich geht, können wir es uns nicht leisten, einzelne Bevölkerungsgruppen außen vor zu lassen. Wenn wir uns dann anschauen, die Nutzerquoten in der älteren Generation liegen bei um die 40%, das langt nicht. Und deshalb ist es sehr gut und sehr wichtig, dass die Landesregierung, auch das geht aus der Antwort auf unsere Große Anfrage hervor, hier einen Schwerpunkt der Förderung der Medienkompetenz setzen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Freiheit gehört auch Sicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer. Das gilt für den Bereich Phishing, wo mittels des Phishing-Radars 4.600 betrügerische Seiten aufgedeckt werden konnten. Es gilt auch für den Bereich Identitätsdiebstahl, der uns ja in den vergangenen Wochen so drastisch noch mal vor Augen geführt wurde. 16 Millionen manipulierte E-Mail-Konten, das ist schon schlimm genug, aber wenn dann eine eigentlich sehr vertrauenswürdige Bundesbehörde wie das BSI über Monate diese Informationen vor der Öffentlichkeit zurückhält, dann geht das gar nicht. Meine Damen und Herren, was ich interessant finde an der Antwort auf unsere Große Anfrage, ist zugleich auch
wie wir als wie die Landesregierung, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen möchte. Beispiele wie die Appetitlich-App in Duisburg und in Bielefeld als Modellkommunen zur Ergänzung der Gastroampel sind da ein Beispiel. Da gehört aber auch die klare Ansage dazu, für Verbraucherinnen und Verbraucher relevante Informationen unter Open-Data-Kriterien zu veröffentlichen. Das sind gute und das sind wichtige Schritte. Lassen Sie mich zum Schluss dieser ersten Runde kommen. Wir haben immer klar gesagt, Nutzerinnen und Nutzer haben einen Schutzanspruch, Politik hat einen Schutzauftrag. Wir begegnen den Herausforderungen des Verbraucherschutzes im Internet mit einem angemessenen Maß an Regulierung, wo dies sinnvoll ist, und mit Unterstützung und Beratung für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wo immer dies möglich ist. Und das zeigt, Verbraucherschutz ist ein wichtiger Teil der Netzpolitik der Landesregierung, und die digitale Dimension des Verbraucherschutzes hat auch eine hohe Priorität bei dieser Landesregierung. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich mich herzlich bedanken, Herr Minister, bei Ihrem Haus für die umfangreiche Antwort, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Fraktion, die an der Ausarbeitung dieser großen Anfrage mitgewirkt haben. Und nun freue ich mich auf die Debatte. Herzlichen Dank.